Ja, schon langsam füllt es sich. Die Feuerwehr, nämlich die Freiwillige Feuerwehr, ist auch da. Und die legen hier gerade einen Schlauch aus, weil sie eine Vorführung machen, angeblich hier mit diesem Häuschen. Da soll es dann brennen. Und dann haben die hier ein paar Feuerlöscher bereit. Und mit diesen Feuerlöschern wird dann das Feuer gelöscht. Und da können auch normale Menschen und auch Kinder mal sehen, wie so ein Feuerlöscher wirklich wirkt und, was interessant ist, dass er nur sehr kurz funktioniert. Ja, nochmal einen ganz tollen Applaus und herzlichen Dank an die Big Band des Thomas Mann Gymnasiums unter Leitung von Harriet Elger. Vielen Dank an alle Teilnehmer, dass ihr bei diesem tollen Wetter am Samstag auch noch hier bei uns seid und Musik macht. Also Hut ab, ganz, ganz toll und vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Fischlung, aber also wir haben alle Zeit der Welt, so wie wir es uns einhalten. Vielen Dank. Ja, und hier ist schon Wasser angekommen und hier können scheinbar die Kids einmal üben, wie man löscht. Und da vorne wird es dann irgendwann ein echtes Feuer geben. Da sind wir mal gespannt, wann dieses echte Feuer dann zu sehen ist.
gibt es alle möglichen Kaffees. Cappuccino, Latte Macchiato. Natürlich. Geschmackssorten hier dann, ne? Genau, genau. Kann man so noch irgendwie so einen Shot dazu nehmen? Können wir machen, freilich. Ja, und der Dampf zum Tisch. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh ja, der Thermometer dran. Ganz, ganz interessant. Dass es nicht zu heiß wird, weißt du? Ja. Ja, bitteschön. Ja, und Ihren Stand, den kann man auch buchen, wenn man sagt, man hat eine Party oder irgendwas. Kann man auch, ja, freilich. Muss man denn dann was zahlen oder schauen, oder muss man nicht zusichern, dass sie wenigstens 10 Kaffees verkaufen? Das ist, oder 100. Das kommt immer drauf an, was es ist, aber normalerweise muss man es bezahlen, ja. Achso, dann sagt ja, man, okay, so, ja. Das, Sie kriegen halt die ganzen Kosten genau, ersetzt. Ja, halt für eine bestimmte Zeit gebucht dann im Endeffekt. Und was kostet denn die Stunde? Stunde? Also ich koste 75 Euro. Und, aber jetzt für eine Stunde, ein bisschen länger, oder? Für eine Stunde. Für eine Stunde, für eine genau. Stunde. Und da ist noch kein Kaffee dabei? Der Kaffee kommt noch dazu, genau. Und Sie brauchen... Aber trotzdem eine Attraktion hier. Ja, schon, gell? Freut mich. Und ich habe jetzt gesehen, einen Kabelanschluss. Sie brauchen natürlich einen Starkstromanschluss, oder? Nein, ich brauche keinen Starkstrom, einen ganz normalen Strom. Und es geht sogar ganz ohne Strom. Aber da vorne sehe ich so einen gelben Schlauch. Das heißt, Sie brauchen von der Feuerwehr auch so eine Wasserversorgung? Nee. Also Wasser haben Sie auch dabei? Wasser habe ich auch dabei. Dann super. Ich kann vollkommen autark arbeiten. Ja, das ist ja gut. Endlich, wenn einer das schon autark ist. Genau. Dann richtig. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Ganz lieben Dank an den Stadtbezirk 19 und an die Stadt München, dass sie uns unterstützt. Und ich wünsche euch mit Davis. Ja, von der evangelischen Gemeinde, das ist von der Passionskirche hier in Obersendling. Ja, wir haben wirklich einen guten Freund gefunden, ja, der auch dann ja, mit Freude, mit Lust dabei ist und mitgestaltet. Und das war die Idee, nämlich ja, in einer Sitzung von dem Pfarrgemeinderat in St. Joachim. Und weil wir gesehen haben, St. Joachim Obersendling ist ein neues Zuggebiet für viele Neuzugezogene. Zunächst haben wir nur an die Katholiken gedacht, aber dachten wir, das geht so nicht. Ja. Es gibt genug Leute aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Religionen, Weltanschauungen und Konfessionen. Ja. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, wir müssen andere Leute auch ansprechen, nämlich die Geschwistergemeinde der Passionskirche. Und danach sagen wir, oh, es ist auch viel zu klein. Ja. Wir müssen auch andere Religionen auch dann ansprechen und vor allem auch dann die Stadt. Daraus ist heute das Stadtteilfest geworden. Ja. Namentlich erwähnen müssen wir besonders den ehemaligen Oberrabbiner der Stadt München, Steven Langnas. Der kann leider heute nicht teilnehmen. Heute ist der längste Tag im Jahr und das heißt dann an einem Samstag auch der längste Schabbat. Und da darf nicht gearbeitet werden. Er lässt aber herzlichst grüßen. Und eingeladen haben wir auch die muslimische Gemeinschaft der Bosniaken und das Haus Buddhas, auch den Impuls später mitzugestalten. Leider kam da keine Rückmeldung, außer dass sie uns alles Gute wünschen. Gut. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Musik und beim Tanz auf der Bühne hier. Schlagt euch den Bauch voll am Langostand und Burgerstand. Trinkt Kaffee, holt euch was zu trinken, was euch gut tut. Und schaut auch mal bei den Ständen auf der Wiese vorbei. Viel Spaß euch heute. Ja, wir sind jetzt hier in Obersendling. Da ist heute ein kleines Stadtteilfest. Und wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um. In 10 Minuten ist vorne Eröffnung. Aber wir sind natürlich ein bisschen eher da und schauen mal, was hier so alles los ist. Also hier gibt es ein paar Stände, nachher schauen wir auch noch rüber hier zur Feuerwehr. Jetzt schauen wir mal, was das für ein Stand ist und fragen einfach mal. So, jetzt ist sie weg, Annette.
Grüß Gott, was ist denn bei Ihnen hier los? Ja, das ist eine gute Frage. Heute, bei schönstem Wetter, darf endlich das Stadtteilfest Wir in Obersendling stattfinden. Vor 2,5 Jahren haben wir begonnen, ökumenisch etwas auf die Beine zu stellen für die vielen neuen Mitbürger, die hier in den großen Häusern um uns herum wohnen. Und wir sind jetzt gerade an dem Stand der evangelisch-lutherischen Passionskirche. Wir haben gerade hier aufgebaut, diese niedliche Kinderecke. Das sind die Figuren, die im Goki-Gottesdienst, dem Gottesdienst für Kinder und Erwachsene, an manchen Sonntagen auftreten. Übrigens direkt morgen um 11.15 Uhr, da kommen die dann am Altar und sagen auch etwas. Sie haben sehr nette Stimmen und sind die Freunde der Kinder. Ja, Passionskirche, die gibt es schon sehr lange. Die liegt an der Hangkante nach Thalkirchen runter. Da gibt es verschiedene Flyer oder einen Gemeindegruß. Am 23. Juli zum Beispiel auf dem Kirchenvorplatz soll ein großer Flohmarkt stattfinden. Viele Menschen sind eingeladen zum Kaufen oder auch zum Verkaufen. Also das darf man machen, wie man möchte. Und dann fällt mir hier eine Karte in die Hand. Dafür trete ich ein. Das ist eine Möglichkeit, wieder in die evangelische Kirche einzutreten. Dafür gibt es eine Eintrittsstelle in der Herzog-Wilhelm-Straße. Steht garantiert auch drauf. Genau, Herzog-Wilhelm-Straße 24. Gerne evangelisch. Ja, so sieht das bei uns heute aus. Es gibt auch andere Stände. An manchen Ständen werden Taschen aus einem Taschenprojekt da ganz da hinten genäht. Dann werden wieder für Kinder Veranstaltungen gemacht mit Treffics aus verschiedenen alten Müllartikeln, will ich mal sagen. Wird etwas Neues hergestellt. Also es ist ganz vielfältig und wer kommt, hat bestimmt seinen Spaß. Dann vielen Dank, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um. Gerne. Genau, das ist das Ohrne.